Hallo, herzlich willkommen auf Photonic Luminescence. Heute spreche ich nämlich über diese Energiesparlampe und wieso sie mich beeindruckt hat. Also, lass es losgehen. Diese Energiesparlampe habe ich in einem Flohmarkt in Erfurt gekauft und hat nur 1 Euro gekostet. Wir sehen hier, es handelt sich um eine E14 Sockel. Und was ich eigentlich am coolsten fand, ist einfach, wie dünn die Röhrchen hier sind. Sieht wirklich eigentlich eher wie eine Kaltkathodenlampe. Diese ist aber nicht eine Kaltkathodenlampe. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Zur Orientierung, so sieht eine wirkliche Kaltkathodenlampe aus. Und natürlich ist das ein Unterschied. Aber so dick wie eine normale Energiesparlampe ist sie ja auch nicht. Deswegen finde ich eigentlich diese Lampe sehr interessant. Einfach so. Ohne andere Verzögerung werde ich jetzt die Lampe in einen Sockel reinschrauben und wir werden feststellen, wie viele Watt die Lampe hier verwendet und andere Aspekte. So, das Licht ist jetzt aus. Ich werde die Lampe zur Kamera zeigen und dann würde ich sie anschalten. So, ich mache sie hier auf dieser Seite und los geht's. Wir haben einen Pullheat, was ich an dieser Lampe cool finde. Und so, ich kann jetzt Ihnen zeigen. Die vorderen Röhrchen haben sich nicht erwärmt, das dauert jetzt aber ein bisschen. Ich lege jetzt mal so die Lampe. Natürlich ist die Kamera sehr besonders nett hier und macht das Ganze ein bisschen heller als es ist. Aber um ernsthaft zu sein, ist das eigentlich nicht eine sehr helle Lampe. Und ich kann mir ernsthaft die Verwendung dieser spezifischen Lampe jetzt nicht so gut vorstellen. Weil auf jeden Fall, die verwendet ja hier 8 Watt. Und das wird, naja, negativ bei meinem Stromzählgerät gesehen. Es zeigt 9 Watt, aber ich habe andere Tests gemacht und es hat auch 8 Watt nur gezeigt. Also es schwankt hier ein bisschen, aber ich kann mir nicht vor, also ich kann es jetzt nochmal zeigen, weil der maximale, also es hat sich was getan mit der Helligkeit, aber die ist ja nicht sehr hell. Und ich kann eigentlich nicht sehen, wo so eine Lampe wirklich verwendet habe. Ich habe E14 Lampen in meiner Decke. Aber die machen Licht, das sind LEDs. Und 9 Watt Energiesparlampen, die leuchten ja eigentlich relativ gut. So, ich habe hier eine 9,5 Watt Energiesparlampe, aber ich werde zeigen, wieso ich finde, die hier ein bisschen sehr dunkel. Und jetzt sehen wir, die Lampe braucht auf jeden Fall noch Zeit. Aber sie ist viel heller. Heller als die hier. Und sie erwärmt sich. Und das ist heller. Das verwendet aber übrigens jetzt 8 Watt. Wie viel diese Lampe eigentlich verbraucht soll. Und es ist viel heller. Das kann ich sagen. Das ist auch eine, ich finde eigentlich eine schöne, nette Energiesparlampe. Und wie Sie sehen können, das ist viel heller. Und es verwendet auch 9 Watt, wie die hier. Also, hell ist die hier nicht. Und die hat ja auch noch einen Reflektor. Die Lampe hier, die leuchtet ja rumherum. Und das heißt, in einem Reflektor würde die hier nicht eigentlich so schlecht sein. Ja, also deswegen finde ich jetzt generell ein bisschen diese Lampe, naja. Aber auf jeden Fall, sie hat ja auch nicht so viele Röhrchen. Das ist ja auch das Ding mit dieser Lampe. Sie kommt hier noch unten. Dort ist es wahrscheinlich auch, wo die Elektroden, wo die Filamente der Lampe sind. Aber
sehr, sehr kompakt. Und das beeindruckt mich für eine Energiesparlampe. Man hat eine Energiesparlampe nicht sehr kompakt. Und meisten Spots, also auf jeden Fall für GO 10, aber das sind auch modernere, und dann sind etwa so höher und dicker. Und die hier hat es geschafft, so einfach so klein zu sein. Finde ich lustig, aber nicht für die, nicht so hell. Und das ist das ein wirkliche Problem mit dieser Lampe. Aber ich bin Photonic Luminescence und eigentlich interessiert mich schließlich nicht, ob diese Lampe hier oder die andere Energiesparlampe besser leuchtet. Was mich interessiert, ist natürlich das Design und was für eine Art. Und ich fand diese eigentlich sehr interessant. Ich habe solche nicht so gesehen, aber ich hatte einfach so eine Reflektor-Energiesparlampe nicht. Wenn Sie jetzt natürlich Fragen haben, lassen Sie einen Kommentar und ich werde diese beantworten. Und abonnieren Sie sich auf diesem Kanal, um mehrere interessante Videos zu sehen. Das war's von meiner Seite. Ich sehe Ihnen im nächsten Video. Tschüss.